Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi KB. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. Ja, schönen guten Tag meine Damen und Herren. Wir befinden uns hier nicht in der Autogesellschaft, sondern in, wie hieß das hier, Automotive Media GmbH. Laus ist gebraucht. Und heute bringen wir hier Kunden von uns ein paar 21 Zoll AMG GLE Räder mit. Maximiliano, sein S500 Coupé werden wir heute hier wahrscheinlich noch in Empfang nehmen. Und die zwei Klappstühle hier auf den Sozius, die haben sich hier schon Asti reingeknallt. Die ganze Flasche ist noch voll. Die ganze Flasche ist voll, genau. Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal raus, hier vorne steht ein Bierwagen. Da gehen wir jetzt direkt mal hin. Damit ich jetzt mal ein halbes Bier trinke, dann ist nämlich Feierabend, dann gehe ich schön ins Bett. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ernst, komm her, sind glaube ich einige Jungs da, ist relativ viel los schon. Ich bin nicht deine Ex. Na, Großer? Überwältigend. Ohne Scheiß jetzt. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass wir es mal geschafft haben und dass du uns eingeladen hast. Oh. Müssen wir Feuer machen. Wir fackeln die Bude an. Komm, wir gehen gleich mal mit. So, der Elektriker ist da. Was ist los? Was kann ich machen? Echt geil, Haken, ne? Zeigst du uns das mal kurz hier, dein Refugium? Mache ich sehr gerne für dich, Enrico. Sehr gerne. Das habe ich nicht geahnt. Das ist genau das Problem. Dann wird bekommen zu spät. Du kommst hier genau, wenn die Leute hier sind, mein Lieber. Ja, mein Lieber. Aber ist ja kein Problem. Oh, hier steht schon die erste heiße Ware. Da steht die heiße Ware. Wie läuft der Abverkauf? Sind das Erdgas-Caddies? So, das ist jetzt, glaube ich, die vierte Tankstelle, die ich jetzt wieder anfahre. Ich sag euch, ich kann nicht mehr. Ich habe die Schnauze so gestrichen voll. Zallo ist zufrieden, hat eine Großbestellung aufgegeben für Erdgasfahrzeuge, aber nur. Ja. Nee, aber tatsächlich, die Caddies sind auch. Heute hat einer die beiden Caddies gekauft und hinten Transit noch. Echt? Ja. Was machen die damit? Fassadenreinigung. Was kalkulierst du, wenn du so ein Ding kaufst, was du Rohmarge brauchst? An Gewerbe 1,5. So wenig? Ja. War schon straff. Aber ich habe die, du musst auch dazu sagen, die Autos waren immer alle innerhalb von 2 Tagen verkauft. Ja, gut, dann ist es halt. Also ist es nicht, ist es eine andere Kalkulation. Ja. Ohne Gewährleistung und schnell. Das finde ich sehr gut gemacht hier. Ja. Die haben viele interessante. Sehr qualitativ. Also ein bisschen zufrieden, aber wie sie an deinen Videos sehen konnten, war ja natürlich auch wieder einiges Lustiges dabei, ne? Mit Storys, die sich da jetzt schon in den ersten paar Wochen. Ja. Ist schon einiges dabei. Willkommen im Autohandel, ne? Es geht nicht bloß uns so, sondern auch den anderen. Für mich ist das kostenloser Content, Enrico. Ich weiß, für uns auch. Ja. Pass auf, du musst, ich habe irgendwann für mich begriffen, ich kann außer aus der Scheiße auch Bonbons noch machen. Ganz genau. Du musst angehen, du musst halt immer, mittlerweile sehe ich aus jedem Theater, was passiert oder alles, was nie klappt, irgendwie auch was Positives. Ja. A, lernen wir was draus und B, gibt es am Ende wieder Content. Ich habe den eigentlich nur wegen dem Ausbau gekauft, weil ich dachte, den braucht bestimmt jemand. Also wenn ihr Interesse habt, ne, schreibt es in die Kommentare. Oh, Hagen? Ja, der ist noch nicht öffentlich hier. Oh. Das ist alles noch top secret. Wo hast denn den jetzt her? Ja, stimmt, hat man schon gesehen, ne? Also der hatte den 10 Jahre, von dem ich den habe. Mhm. So, der ist, genau, der hat Hochzeiten und so einen Scheiß halt damit gemacht, ne? Okay, krass. Ist jetzt kein Top-Auto so, aber es ist okay. Was kostet denn so ein Ding? 10 bis 15 irgendwas. Ja, würde ich gerade sagen. Eigentlich mit der billigste Rolls, den man so kriegen kann, ne? Ja. Oder der günstigste, aber halt Unterhalt, ne? Ja. Aber allein die Türen, wie schwer die sind. Was machst du jetzt mit dem Ding zum Angucken einfach? Ich stelle mir den in den Showroom rein. Ein bisschen Licht davor, sieht cool aus. Genau. Hm? Kommt gut, gefällt mir. Witziges Auto. Ich lerne jetzt gerade schon den Luxus kennen. Das ist ja auch mein erster Monat eines Mechanikers, der auch wirklich für mich schraubt. Dass du nicht irgendwelche Verrechnungssätze in der Werkstatt, selbst wenn du einen guten Preis bekommst, weißt du? Ja. Das ist ja immer noch ein Schweinegeld, was du lässt. Und wenn du einfach einen Mechaniker hast, der 40 Stunden für dich arbeitet. Ja, wir machen ein bisschen dunkel weiter. Jetzt ist einfach hier, jetzt musst du ein bisschen mysteriöse Musik einblenden, weißt du? So kaufst du bei Automobile Lause, kaufst du die Autos im Dunkeln. Am besten ungesehen. So. Ungesehen am besten. Also, okay. Hier ist die Aufbereitung drin. Geil, das hast du untervermietet, oder? Ja, genau. Ja, ist halt eine Kilometerleiche, aber vom Motion Allrad. Das ist natürlich cool. DSG? Ja. Der hat sogar einen Wechselrichter. Der hat einen Wechselrichter und da hat einer einen Kommentar geschrieben, das Ding kostet irgendwie 5 Mille neu. Was? Und den baue ich mir jetzt raus. Aber guck mal, die Kabel an, die da reingehen, das muss wirklich was Tolles sein. Ja, und weißt du auch warum? Das ist 100 Amperestunden Lithium-Ionen-Dings, ist das? Aha. Und dann ist gestern der hier gekommen und der hatte Hochdach und kurz. Ja, der hatte noch so ein Ding. Alter! Jetzt habe ich 2 davon. Ich mache demnächst noch Wohnmobilausbauten hier. Ja, na eben, oder? Das kannst du ja ins Wohnmobil reinfeuern, das Ding, oder? Da war auch alles Mögliche, war darüber. So, kannst mal reingucken hier. Fahrersitz war raus, die ganze Fußmatte da unten unterm Fahrersitz war raus.
Lohnt sich denn der Aufwand tatsächlich? Wäre es nie ein Mehrwert, das zum Verkaufen anzubieten? Also das Info? Zahlt keiner, weißt du doch. Zahlt doch kein Mensch 1 Euro mehr deswegen. Und das ist safe ein Taui gebraucht noch wert. So. Halber Tag Arbeit, 1000 Euro. Ich weiß, du stehst dafür nicht auf, Enrico, aber... Nee, klar. Am Anfang läuft das noch sehr unbeschwert, weil du noch keine Altlasten hast. Das läuft halt alles noch... Ja, du hast mal vielleicht mal einen Reklamationsfall oder irgendein Problem, dann kann man das relativ schnell beheben. Ob bis du an den Punkt kommst, wo es einfach zu viel wird und du es nicht schaffst, schnell genug die Prozesse und die Strukturen hinterherzuziehen und das richtige Personal, das geeignete Personal in dem Moment zu finden und dann auch richtig einzusetzen. Ja. Und dann wirst du oftmals überholt, weil guck mal, wie schnell du schon gewachsen bist. Du hast gefühlt vor 2 Wochen hier aufgeschlossen, hier stehen schon irgendwie 20 Autos rum. Mhm. Und irgendwie hast du schon 10 davon verkauft. Ich mache das jetzt erstmal so weiter. Ich will ja nicht Autogesellschaft Hamburg aufmachen. Warum nicht? Dafür erzählst du mir zu viele Horror-Stories, ganz ehrlich. Was für Horror-Stories? Das ist ganz normal. Ich sag dir ehrlich, ich mache Horror-Stories. Ich mache hier ein bisschen mein Ding. Und solange mir das Spaß macht, mache ich das auch nur. Und wenn das keinen Bock mehr macht, dann mache ich das auch nicht mehr. Und das hier wird vermietet hier vorne. Die mittlere Halle weiß ich noch nicht. Mhm. Was nimmst du hier auf dem Meter? Hast du schon eine Idee? Kalt? 10 Euro. 10 Euro? So viel hier? Ja. Alter! Und ich hab, bei uns heulen die rum bei wegen 7, 8 Euro, ne? 10 Euro ist schon eine Ansage. Das musst du auch rasch mal erwirtschaften. Was für Unternehmen kann sich denn hier ansiedeln? Was dann? Ich meine, netto, da kommt ja alles hinzu, ne? Also ich denke mal, hier vorne schon Werkstatt, ne? Weil da vorne ist ja noch Servicebereich und alles Teilelager, Mitarbeiterräume da hinten. Das will ich natürlich im besten Fall alles zusammen vermieten. Weil wenn ich jetzt hier die Halle als irgendwas anderes vermiete und dann die ganzen anderen Räume kann ich dann ja quasi, ne? Die stehen dann ja, gut, bringen klar. Dann ja kein Geld. Die Lage, und aber so wie steht und liegt sozusagen. Also sie können die Bühnen dann mit nutzen, wenn es eine Werkstatt wird. Ja, ja, klar. Okay, dann ist ein 10er okay. Ja. Wenn die sich dann um die Prüfung selber kümmern und wenn die das dann einfach, weil du musst ja de facto, wenn du jetzt als Werkstatt hierher kommst, bringst du halt deinen Werkstattwagen mit, dann ein bisschen Spezialwerkzeug und kannst hier anfangen. Kompressor wird wahrscheinlich da sein, Druckleitung liegen. Mhm. Du musst nur die Bühnen dann halt wieder abnehmen lassen, aber da bist gerade eben noch hier ja gearbeitet wurde, muss das ja alles noch Abnahme haben. Ja. Du kannst ja hier Vollgas geben, ne? Mhm. Hier ist ja Platz, das sind 300 Quadratmeter, oder? So ein Ding hier, so eine Abzelle? Ja, um die 300, genau. Ah, läuft natürlich Schmucke hier, ne? Miami's 80s Cocaine heißt die Playlist. Ist eine sehr gute Playlist, kann ich bei Spotify empfehlen, also ohne Scheiß. Hier standen bis vor ein paar Monaten noch die neuen Opels. Der wunderschöne Grandland, Crossland, Corsa. Und jetzt steht hier S-Coupé, S-Cabrio und Cayenne. Ja. Die Autos stehen momentan noch oben. Ich habe jetzt hier unten noch nichts reingestellt. Gucken, genau. Ja, hier stehen die YouTube-Projekte der letzten Jahre. Das ist schon ein Traum. Ja, das war immer mein absoluter Traum. Habe ich auch wissen, die Leute, die die Videos schon lange gucken, dass es immer ein Traum war, die Autos so ausstellen zu können. Ne? Das ist Hammer. Aber ganz ehrlich, da kann man einfach nur Glückwunsch sagen. Also wirklich toll. War auch da richtig Wind? Ja, das ist so die Rückmeldung, die gut gemeinte Rückmeldung von Leuten. Dieses immer dieses Glückwunsch. Erstmal ist es ja einfach eine Riesenverbindlichkeit, die du hast. Ne? Es ist erstmal nur Kopfschmerzen, mehr Arbeit und am Ende auch nicht wirklich viel Geld mehr auf dem Konto. Und du weißt das selber mit Autohandel so und gerade wie ich das hier mache, da werde ich jetzt nicht reich mit. Das ist eher so, es ist eigentlich nur mehr Verantwortung. Und ich hätte es auch niemals gemacht, wenn das nicht aus Familiendings gekommen wäre. Dann hätte ich mir das sicher nicht an den Hals gebunden hier alles. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir zum ersten Mal darüber gesprochen hatten am Telefon. Das muss so im Juni gewesen sein. Mhm. Irgendwann, da war es gerade warm geworden, Mai, Juni. Ja. Da ist das mal so grob umrissen und da warst du noch hin und her gerissen. Ja, du wirst nachher auch denken, wenn ich es jetzt nicht gemacht hätte, wirst du nachher dann immer drüber nachdenken und sagen so, ja, wie wäre es gewesen oder hätte sein können. Und man muss, so, ich bin halt hier als Dreijähriger die Treppe hochgekrabbelt und ich hätte das jetzt auch nicht mehr angucken können, dass jemand, das dann vermietet wird und jemand anders reißt das Ding auseinander oder macht irgendwas anderes, das hätte zu doll wehgetan. So. Du bist ein tüchtiger Geschäftsmann, also jetzt ohne No-Homo, ohne Rumschleim. Ich weiß, Enrico, ist ja auch alles schön und gut. Ich bin auch eher ein grundsätzlich optimistischer, positiver Mensch, versuche ich zumindest zu sein. Aber es wird einem halt auch heutzutage leider schwer gemacht. Ne? Siehst du auch in den Kommentaren nur, eigentlich die Kommentare, Alter, was hängst du, Alter, so 2023 und man fängt so ein Projekt hier an. Ne? Du bist ja nie völlig blauäugig in die Sache reingegangen und fängst jetzt einfach mal an, ein großes Objekt zu mieten und weißt gar nicht, was du machst. Du kennst ja die Grundsätze des Geschäfts. Das stimmt. Korrekt. Ist ja nicht so, als hättest du morgen einen Friseurladen aufgemacht und hast noch nie die Haare geschnitten. Oder eine Pommesbude. Mein Ex-Geschäftspartner hat immer gesagt, Mund abputzen, weitermachen. Gibt nicht mit zurückgucken und rumjammern und rumheulen, sondern es geht einfach weiter. Misserfolg, gut, passiert, draus gelernt, weitergehen, weitermarschieren. Richtig. Und Enricos Videos gucken. Mhm. Und abonnieren, nie vergessen. Und nie dieselben Fehler machen. Genau. Enrico müsste eigentlich mal einen Podcast machen. Ich sehe dich in einem Podcast. Ach so.
Ja, bei dir also, nee, solche, du musst ja so, machst immer so interviewmäßig, machst du. Mhm. Also du sprichst immer über die Situation von jemand anders, mach deinen Input noch dazu. Und das ist, glaube ich, also ich würde mir so einen Podcast angucken. Echt? Wenn wir jetzt noch so eine Stunde weiterreden würden, so, oder mit, am besten natürlich, man überlegt sich vorher, was man reden will und was man vielleicht für Messe, so, ja, da wärst du, glaube ich, schon der Typ für so einen Podcast. Schreibt's in die Kommentare. Machen wir das auch noch. Guten Morgen, dass du das jetzt eingerührt hast. Ach, Julian hat sich schon beschwert, dass er zu viel Arbeit hat wahrscheinlich, ne? Ja. Mach Julian alles. Ja, ansonsten zeig doch mal die Autos hier. Ist immer noch ein Autokanal, ne? Das ist der Hillclimber, der allerechte. Mhm. Und wie man sieht, er hat den Berg überstanden. Oh nein. Ja, der ist auch schön, ne? Der ist, ja, 220 schön. Nicht schön, aber selten, sag ich mal. Ist ein Facelift. Mhm. Ich finde persönlich diese MKB Bodykits sehr schön. Die Felgen finde ich auch ultra schön. Die ist sehr individuell. Von OZ ist wurden die gebaut. Die ist zweiteilig. Aber das Ding ist natürlich Oderburner hier, ne? Der Calibra. Da hat Giuliano von FTF Garage, Shoutout geht raus, ganze Arbeit geleistet. Ist jetzt keine, also ich bin jetzt ja keiner, der anfängt irgendwie 300, 400 PS in die Bude reinzuschubbeln, was der Motor ab könnte. Mhm. Also der Motor ist komplett verstärkt, sodass das kann. Man bräuchte halt einen größeren Turbolader und Ladeluftkühler und dann kann man da Software drauf machen, dass er dass das richtig schiebt. Giuliano aber auch schön gebaut, ne? Also hat er sich echt. Ja, ich habe auch noch mal zweimal gesagt, hier mach noch mal, ich glaube, den mach den nochmal neu, mach hier nochmal eine Abdeckung, verzink mal die ganzen Schrauben hier, weißt du, das alles nochmal. Das sieht also wirklich das ist schön halt aus. Ja. Also du wolltest es halt wirklich auch schön haben, weil das halt lange verarmt ist, das Ding, ne? Ich mag das einfach. Die goldenen Schrauben, das ist so der persönliche Touch, der die Glitzerlackierung abrundet. Ich habe das so gefeiert, wie du dort die New Kids quasi auf deine eigene Art und Weise. Das habe ich gefühlt, ja. Ja, das war richtig geil. Ja. Mich habe das auch sehr gefühlt. Ich habe mich da immer bepisst. Vor allem, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Heckspoiler war oder irgendwas, wo du das Ding weggeschmissen hast an irgendeiner Tanke und dann irgendwie drauf gelatscht. Ja. Das war ein GFK-Spoiler, ne? Das war auch immer krass, wenn du da halt. Ich bin ja wirklich dann in der Öffentlichkeit mit der Fukuhila-Perücke und angeklebten Schnurrbart und so umgelaufen, wie die Leute einen da. Also, das war schon. Rein in Rewe hier. Oder auf dem Aldi-Parkplatz. Da auf die Fresse gelegt, ja wirklich mit dem ganzen, mit so einer Bierpalette in der Hand, das war. Was hast du denn dort versteckt eigentlich? Ach ja! Spiderino! Das schöne Auto tatsächlich, bis, wann macht ihr Videos immer? Sonntag, ne? Bis heute, Sonntag, den 26.11. Mhm. könnt ihr bei uns im Online-Shop eine Bestellung aufgeben, Klamotten oder Parfum, und dann könnt ihr einen Lamborghini Gallardo Spider gewinnen. Das ist dein Ernst jetzt? Du verlust die Karre? Ja. Hast du Fieber? Ja, wirklich. Nee, ich hab da aber, das wollte ich immer schon machen. Ja. Willst du das Ding mal kurz zeigen? Wie er aussieht? Ja, komm. Okay, Alsch. Das geht aber. Ich habe den hauptsächlich abgedeckt, weil ich damit 1000 Kilometer durch den Regen gefahren bin und er komplett dreckig war. Aber jetzt. Alter Hagen, die Farbe ist krank. Ja. Also wirklich ohne Scheiß. Die ist auch geil, die Farbe. Brutal. Ich fand die Innenausstattung halt auch ganz cool, weil die meisten. Haben so eine hässliche Innenausstattung, finde ich, die Gallardos. Der hat halt komplett alles, große Lederpaket und Kontrastnähte in grün. Also Liftsystem, Carbonbremse, Keramikbremse. Aber ist das ein 500 oder 520 schon? Das ist ein 520. Die Spider hat ja immer 520 PS, ja. Die Coupé ist 500 und dann kann man die Modellpflegen hinterher, ne? Das hat noch 5,2 Liter, das ist ja quasi der Turbozahlmotor. Der gute. Der gute. Der gute 5 Liter. Der ist der keine Sorgen macht. Wie viel hat der runter? 58. Okay, und ist Shackles bei? Der wurde das Dach aufgeschnitten und alle Fahrzeugdokumente entwendet. Okay. Nee, aber es ist ein seriöses Auto mit Mehrwertsteuer gewesen, hatte so eine Restaurant- und Hotelbetriebs-GmbH und der Typ kam dann da auch so mit langen, ne, also so ein Saint-Tropez-Vibes hat er mir gegeben, ein bisschen. Okay. So. Okay. Und der hat wohl da, das Autosalon Singen habe ich den gekauft. Aha. Kannte ich vorne gar nicht, war mir gar kein Begriff. Doch. Ist sehr, sehr, sehr großer Sportwagenhändler. Mhm. Der hat nur irgendwelche 200.000, 300.000, 400.000 Euro Karren da stehen gehabt. Ja, die Kalisto-Felge drauf. Ja, die finde ich hässlich, die Felge, ehrlich gesagt. Echt jetzt? Ja. Wir haben meine Felgen mal raufgesteckt. Und? Die Values? Die Value-Felgen. Die vorne passt die, weil die ist auch 512. Ja.
ET waren irgendwie so 20 weniger, also wird steht weiter raus. Mhm. Aber vorne hätte es perfekt gepasst mit meiner Felge. Aber hinten, der hat halt einen Bremssattel, der ist größer als der vorne. Ich weiß nicht warum. Mhm. Das ist ein Oschi, der geht von hier bis da. Das heißt, der ist wirklich größer als der Bremssattel vorne. Kurios, habe ich noch nie gehabt. Aber weißt du, was ich krass finde? Mit der Farbe wirkt das Ding gleich ganz anders. Ne? Dass ihr das halt nochmal irgendwie, also wenn du das Ding in schwarz siehst oder in weiß, mhm, dann sagst du, schön, Gallardo. Aber mit der Farbe sieht das Ding auch kleiner, mal viel moderner aus. Ne? Aber ist schon krass. Also ganz ehrlich, also auch Respekt vor der Leistung, so ein Ding einfach mal, also vor dem Mut auch. Die Eier muss man auch schon haben, das sind so eine Coronis. Die gehen mir aber auch schon gut flöten, muss ich sagen. Also so ein Ding zu holen, ich weiß nicht, was du bezahlt hast. Also das hast du mir ja gesagt, netto. Ja. Wissen die Leute auch. Ich habe 66 netto bezahlt, also 80.000 Euro. Aber wir haben wirklich, ja. Wie viel Pullover und Parfüm, da muss ja einiges, da musst du ja schon ein bisschen und müsst auch bestellen. Ja, naja, in dem Sinne ist es gerade halt ein Investment in das Parfum, weil du kannst halt ein Parfum schwierig online vertreiben. Parfum ist ein interessantes Produkt, weil du gute Margen hast, aber auch weil das Produkt so auf den stationären Handel angewiesen ist. Das heißt, die ganzen Handelsketten ziehen sich die ganze Kohle rein, auf Deutsch gesagt, aber ich will es halt hinbekommen, das online zu vermarkten. Du kannst es halt nicht riechen. Da habe ich gesagt, okay, du musst den Leuten irgendeinen Anreiz bieten, das Parfum zu bestellen. Weil ich 1000% dahinter stehe, also bin ich das Risiko auch eingegangen, weil ich denke, kann nach hinten losgehen, kann sein, dass ich einfach nur viele Leute für das Produkt begeistere, am Ende auf Null bin, womit ich dann auch zufrieden bin. Kann auch sein, dass es gut läuft, weil sehen ja ein paar Leute, ne? Bestellen ja auch ein paar Leute, hoffentlich. Ja, das denke ich. Link ist unten in der Videobeschreibung. Enrico schreibt mir eine Rechnung für die Werbung. Perfekt. Nee, ach Quatsch. Das ist Freundschaftsdienst im Zweifel. Also man hilft sich ja, wo man kann sich auch mal untereinander oder gegenseitig supporten. Aber auch solche Themen finde ich, also ich würde auch darüber gerne, so, aber ich habe auch selber überlegt, mal schon so einen Podcast zu machen, weil ganz viele Leute immer, so dieses Autoverlosen-Thema, ne, von Anfang an, die Leute, wie funktioniert das und was, auch mal die Zahlen dahinter einfach mal zeigen, okay, so und so viel Gewinn machst du vielleicht mit dem Produkt, so und so viel musst du verkaufen, so funktioniert das dann. Das ist, glaube ich, schon interessant für die Leute. Glaube ich. Aber das ist dann halt so, ich versuche das halt klar zu trennen, das ist Autocontent, das ist irgendwie Real Talk, Business, privater Content, ne? Hinter den Kulissen mäßig. Ja. Das versuche ich so ein bisschen zu trennen. Das, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte schon gedacht, dass du irgendwie, wir haben uns ja drüber unterhalten, du hast ja gesagt, dass du das Auto gekauft hast, aber ja nie wofür. Ja. Ich habe gedacht, das stimmt, du wusstest es bis gerade gar nicht. Ne? Nee. Ja. Deswegen bin ich noch ein bisschen baff, um ehrlich zu sein, weil ich bin davon ausgegangen, du machst da irgendwie ein paar Videos drüber. Und weiß ich jetzt nicht. Gut, vielleicht verlost du den irgendwie, aber dass du das direkt für die Parfümschiene mit reinschiebst und sagst, so komm, ganz oder gar nicht. Komm, mach, Junge. Aber weißt du, das ist mach richtig. Aber auch. Das ist wichtig und richtig. Warum? Weil nur wer das Risiko nicht scheut, wird auf lange Sicht Erfolg haben. Natürlich wirst du mal auf die Schnauze fliegen. Das kann natürlich passieren, das klappt nie. Dann gibt es zwei Wege, die du machen kannst. Du kannst dich dann heulend in deine Dusche setzen und das war's. Oder du sagst, na komm, scheiß drauf. Da habe ich eben so und so viel eingebüßt. Hoffentlich nie. Aber deswegen geht es nicht unter, es geht weiter. Aber das ist halt gefühlt bei jedes Auto, was du kaufst, auch wenn es nur ein Erdgas-Caddy ist, ist ein Invest. Ist auch immer ein Risiko mit dabei. Ne? Du weißt es du nicht, kennst du es bestimmt, wenn du ein Auto kaufst und dann hast du ihn gekauft und in dem Moment, wo du ihn kaufst oder wo du den Preis rechnest, denkst du natürlich, das ist ein sinnvolles Investment, aber dass dir dann der Stift so geht, wenn du eine Karre gekauft hast, denkst du, war das jetzt wirklich ein guter Kauf, hätte ich das machen sollen? Ich schwöre dir, erst nach jeder Auktion, früher konntest du ja kein Internet in der Auktionsstraße, da war ja physische Auktion vor Ort, so wie hier jetzt, Haufen Leute, Haufen Autos, Auktionatoren. Da musst du dann auf deine Erfahrung bauen. Ja? Musst du auf deine Erfahrung bauen und du musst dich auch vorbereiten. Du musst deine Hausaufgaben machen. Ja. So, später musst du das dann irgendwann nicht mehr, aber ich schwöre dir, nach jedem Kauf, Laptop irgendwie im Auto, irgendwo zu Hause aufgeklappt, geguckt, habe ich mich vertan, Junge, da gehen die einfach, scheiße, wir haben zu teuer gekauft, verdammt. Weißt du, das lässt natürlich mit der Zeit danach, leider, aber ich hatte da immer Puls. In der Auktion hatte ich immer komplett unter Strom. Das ist halt ein Job für Adrenalin-Junkies so ein bisschen auch. Ne? Ist es, ja, ist mega. Du bist schon, wer sowas macht, ist schon ein bisschen bekloppt. Ja. Aber positiv. Ja. Du tust da niemandem weh. Du gibst den Leuten ja was. Ja, wir wollen ja alle Spaß haben. Ne? Spaß. Gerade wir an der Arbeit und die Zuschauer hoffentlich auch. Und, ich finde das gut. Mutig, geile Farbe. Ich denke, das Ding ballert richtig, weil da lässt sich richtig gut vermarkten. Ja. Dann müsstest du jetzt eigentlich schon eine geile Werbung von deinem Parfüm drauf machen, weil das ist ein geiler Werbeträger auch. Ja. Aber nicht übertrieben, sondern irgendwie dezent cool. Wir haben ja das, was auf dem Manta da oben drauf ist. Wir haben ja hier so eine Windschutzscheibenaufkleber, das kann ich darauf machen. Ja, sowas zum Beispiel, ja. Oder stimmt. Hier so ganz dezent hier so, weißt du, so auf cool. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, so auf dezent cool. Ja.
weiß nicht, was du für ein Logo hast. Ich vermarkte das unter Value, aber... Aber es heißt anders, oder? Ja, Blumenthal habe ich mir als Marke sichern lassen für so... Ja. Blumenthal? Ja, weil ich den Namen schön finde. Ach so, gut. Klang schön. Klingt schön, ja. Klingt teuer, klingt edel. Ja, ja, also es ist auch so ein bisschen eher dann halt Luxusprodukte, ne? Ja, also wirklich nicht Sachen wie... Die Klamotten sind ja so... So maximal Qualität, aber das kannst du jeden Tag tragen. Und ich will da irgendwie, ich überlege, ist alles für die Zukunft vielleicht. Weißt du, so richtig hochwertige Ledertaschen, Accessoires, Sonnenbrillen, halt alles, was du so richtig schön machen kannst. Ne? Was dann in dem Sinne unnötig ist, was halt Luxus ist. Ja, Luxus geht auch. Enrico, vielen Dank für euren Besuch. Ja, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast nochmal für uns. 190er schickst du nochmal rüber, dann ein paar Fotos und Daten und. Nee, das ist der Verlust, wird mein Freund. Ja. Nee, ich muss ihn jetzt erstmal abholen, der muss ein bisschen was gemacht werden. Ja. Aber hast du nicht einen von Marco geholt auch? Aber einen Diesel, einen Turbo-Diesel. Aber der hat auch einen so Evo 1. Der hat auch den Evo 1. Ja, quasi, ist nennt 16 man V-Paket, 16V-Paket ist es einfach. Evo 1 mit Spoiler? Ein bisschen mit Spoiler. Seid gespannt, was als nächstes kommt. Genau. Ich bedanke mich ganz doll bei dir und wünsche dir ganz, ganz viel maximale Erfolge. Starke Nerven. Gute Kunden. Danke. Und viele Erträge. Wenn du zu viele hast, schick welche rum. Gerne. Und wenn du zu viel Geld hast, kannst du mir gerne was überweisen. Ja, ich glaube... Schreib dir eine Spendenquittung. Daumen. Abonnement. Kommentar. Kommentar. Und teilen. Glocke. Glocke. Die Glocken. Meine Güte, ich habe die Glocken lange nicht mehr geläutet. Das habe ich vergessen. Entschuldigung, Leute. Also an der Stelle, tschüss, bis bald. Kamera. Die läuft. Ah, jetzt muss ich wieder das Kamera-Face machen, sonst schreiben alle Leute, ich habe keinen Bock und bin schlecht gelaunt. Ach so, ja. Das ja auch stimmt. Was einfach noch nie weiß. So nee, Quatsch. Ich bin gerade bei dir vorgestellt, Lisa. Du siehst ganz anders aus. Die hat sich mal die Haare gekämmt. Ich hab dich gar nicht erkannt. Ich dachte, du hast irgendwie. Ich habe eine neue alte Mitarbeiterin oder so. Sieht so aus wie 22 irgendwie. Ich weiß nicht. Oh, Hagen. Sag mal, wie viel Bier hattest du schon? Oh. Sieht nicht mehr. Ja. Alles Content. Mitte 20, alles Content. Nee, du willst mir den doch schon wieder andrehen. Ich merke das doch hier unterschwellig. Das ist ein Autoverkäufer, der merkt das selber gar nicht. Ich habe gar nichts gesagt. Der denkt gar nicht drüber nach. Der kommt, könntest du mal vorbeifahren in Hamburg. Ja. Was da dran ist, das sieht aus wie eine Stromversorgung für mich. Wieso, fragst du? Das ist hier auch Standheizungsgeschichte. Ja? Hast du mich auch laufen lassen jetzt, ne? Ja, super. Super. Hast dich jetzt revanchiert bei mir, Lisa. Gut, wir sind quitt. Warum? Jetzt unabhängig davon, was die Karre kostet, halt, du hast halt vorne diese Emilia oder wie die heißt da vorne drauf. Emily? Ja, klar. Emilia. Die Fachmänner unter sich hier.